Einen Tigerpython zu bändigen ist gar nicht so leicht, selbst für den Experten Albert Killian. Bis zu 6 Meter lang und 90 Kilo schwer werden die Riesenschlangen. Eigentlich stammen sie aus Asien, doch auch im subtropischen Klima von Florida fühlen sie sich nun heimisch. Ihre Populationen sind nun so groß. Sie breiten sich einfach überall aus. Killian arbeitet in einem Naturschutzgebiet am Rande der Everglades-Sümpfe. Hier leben inzwischen zehntausende Tigerpythons. Mit 8 weiteren invasiven Schlangenarten bedroht der Python den Florida-Puma und andere geschützte heimische Arten, darunter Säuger, Vögel und Reptilien. Der Python könnte mit dem Alligator zum wichtigsten Raubtier werden. Und der Tigerpython könnte auch in andere US-Staaten ziehen, so fürchten Forscher der US-Regierung. Möglicherweise werden sie sich auch nördlich von Florida ausbreiten. Grund der Schlangeninvasion ist der Handel mit exotischen Tieren. Vielen Haltern wachsen die Tiere förmlich über den Kopf. So werden sie einfach in den Everglades ausgesetzt. Die Leute verstehen einfach nicht, wie gefährlich manche dieser großen Tiere sind. Die US-Behörden sehen keinen Weg, die invasiven Schlangen wieder loszuwerden. Nun versuchen sie zumindest, eine weitere Ausbreitung einzudämmen und die heimischen Arten besser zu schützen.